Hallo Kinder! So, Stella wollte noch was zeigen, gell? Stella, erzähl mal. Heute machen wir einen Vulkan im Reagenzglas. Ein Vulkan im Reagenzglas. Nicht so ein Vulkan, der so ein Kegel ist, sondern jetzt machen wir es im Labor-Reagenzglas. So, guckt euch das mal an. Was haben wir denn hier gemacht? Erzähl mal. Gehst du mal ein bisschen zur Seite, dass die Kinder gucken können? Also wir haben schon das Pulver hier. Hier rein, ja. Dann werden wir die Neonfarbe. Die haben wir mit Essig gemischt, gell? Mhm. Und das schütten wir dann da rein. Ja. Und was passiert dann? Dann vermischt sich die beide. Die reagieren miteinander und dann steigt es auf, weil sich Blasen bilden. Und es wird dann immer größer, gell? Ja. Und dann steigt es immer mehr, weil die Blasen wachsen. Ja. Wollen wir es mal probieren? Ja. So, dann müssen wir das Licht ausmachen. Schaffen wir das? Ja. So, macht er mal da das Licht aus. So. Und jetzt. Eben laufen können. Gleich. Da sieht wow! Wow! Geht hoch. Ja. Wirklich sprudelig. So, probieren wir es hier nochmal. Leuchtest du mal hier drauf? Hier da unten? Ja. Aber von der Seite ein bisschen. So, guck. Es mischt sich zu. Willst du mal schütten? Aber ganz vorsichtig. Wir schütten zusammen, okay? Ja. Ein bisschen mehr. Guck, und jetzt haben wir noch einen kleinen, der ist hier. Ui! So. Wir können machen das zusammen. Und jetzt habe ich hier noch zwei, da haben wir noch nichts drin, da tun wir jetzt mal Backpulver rein. So, mit der kleinen Kelle hier. Sekunde. Ich habe eine Idee, wie du das machen kannst. Marlene. Ja. So, jetzt pass auf. Jetzt tun wir das hier in die Spritze rein. Saug's nicht. So, und jetzt darfst du mal die Spritze hier drücken. Okay. Von oben drauf drücken. Vorsichtig, okay? Okay. Jetzt zur Seite gehen, dass man was sehen kann. So. Oh, Lenis Experiment! Wow! Klasse, hä? Huh? Das war ein cooles Experiment, gell? Ja. Das hat dir gefallen, stimmt? So, Stella, war das cool? Ja. Ja, so, jetzt haben wir Vulkane im Reagenzglas gemacht. Und das ist dasselbe Prinzip wie bei den richtigen Vulkanen. Nur, machen wir das Licht wieder an. Nur, dass es hier im engeren Raum ist. Und so kann man dann im Labor viele Prozesse nachmachen, die in Wirklichkeit stattfinden, die in der Natur stattfinden, aber natürlich vereinfacht im Reagenzglas. So, ich hoffe, das war nützlich. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Kinder, sagt mal Tschüss zu den Kindern in Dettelbach. Tschüss! Tschüss und bis dann. Tschüss! Tschüss.